Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Ich freue mich riesig darüber und heute möchte ich dir ganz gerne diese tolle Schale aus Knetbeton vorstellen, die wir ganz natürlich einfärben, damit es ein Barkbeton wird. Du siehst hier, diese Schale hat jetzt wirklich lang getrocknet. Tipps, Tricks, wie es geht, zeige ich dir im Video. Und dann würde ich sagen, komm, lass uns anfangen. Vielleicht hast du Spaß daran und möchtest gerne erfahren, wie einfach man Beton mit Haushaltsmitteln einfärben kann. Auch Upcycling. Pass mal auf. So, wir brauchen als erstes eine Trägerplatte, die mit Frischhaltefolie umspannt ist. Ihr könnt ein Holz nehmen, ihr könnt ein Tablett nehmen, ein Backblech, alles was ihr habt. Nur muss Frischhaltefolie drumherum. Das benutze ich öfters, deswegen sind da noch Ränder. Dann habe ich als Grundlage hier eine Glasschüssel. Es kann auch eine Plastikschüssel sein, das ist egal. Bloß die Rundung soll nicht zu steil sein, damit uns der Beton nicht so abrutscht. Und jetzt müssen wir auch die Schüssel richtig gut in Frischhaltefolie einwickeln. Mehrfach, dass wir dann auch wirklich unsere Form gut wieder rausbekommen. So, und schön glatt streichen. So. Muss gut eben stehen. So, das war schon alles. So kommt dann unser Beton daran. So, jetzt kommen wir zum Mischen. So, ich nehme ganz gern erstmal für meine Mischung hier einen Eimer. Da waren Schokokusse drin. Und auch zum Anrühren nehme ich dann gern so einen Eimer oder eine alte Schüssel. So, wir haben jetzt hier die Sand-Zement-Mischung drin. Da gibt es ein extra Video für Gießbeton, wie wir das mischen, Sicherheitshinweise und dergleichen. So, und da mache ich jetzt als erstes. Ich nehme dann immer als Maß so eine Dose, da waren Mandarinen drin. Es kommt darauf an, wie groß eure Schüssel ist und der Rand muss etwa 3 cm stark sein. Wenn man zu wenig angerührt hat, kann man gerne nochmal nachrühren. Knetbeton, das sind jetzt 4, 5, 6. 6,5 Dosen Sand-Zement-Mischung für Knetbeton. Jetzt machen wir uns eine Kuhle in die Mitte. Am besten jetzt aber auch mit Handschuhen. Und denkt dran, ganz, ganz langsam arbeiten. Der Staub ist wirklich schlecht für die Atemwege und für die Augen extrem. Also wenn ihr in die Augen kommt, müsst ihr sofort zum Augenarzt. Deswegen Schutzbrille und Atemschutz ist schon ganz prima und Kinder wegschicken. So, jetzt haben wir eine Kuhle in der Mitte. Wenn Klümpchen sind, die erstmal gut kaputt drücken. Das passiert immer mal beim Zement, wenn er ein bisschen feucht wird. Jetzt nehmen wir handelsübliches Spülmittel, Farbe, Qualität ist egal. Und etwa ein Schnapsgläschen voll hinein. So. Dann habe ich starken Kaffee gekocht. Das sind jetzt da, also eine große Tasse oder es waren 3 kleine in der Kaffeemaschine angezeigt mit 13 großen Löffeln Kaffee. Und da tue ich jetzt erstmal die Hälfte hinein und dann knete ich gut durch. Lieber nochmal nachgeschüttet. Der Kaffee ist kalt, das ist wichtig. Und dann muss das wirklich so eine richtig schöne Pampe geben, wie das Knetgummi, was ihr vielleicht für eure Kinder habt. Reicht nicht, noch Kaffee nach. Da müsst ihr dann immer sehen, mancher Sand sieht anders. Ich habe jetzt hier einen Sahara-Sand. Das ist der, der in die Sandkästen kommt. Der ist gut zu transportieren, kostet 25 Kilo, etwa 5 Euro. Im Baumarkt und dann nehme ich den wirklich ganz gern. So, und dann drücken wir uns das durch.
bis es eine richtig schöne Pampe gibt. So, zusätzlich da hinein nehme ich jetzt von dem Kaffeemehl, was ich hatte, noch mal so eine Handvoll, dass es ein bisschen Struktur gibt. Nicht viel mehr. Ich hatte euch ja schon den Antique Dark Beton gezeigt, da ist mehr drin. Das müsst ihr nur wirklich extrem lange trocknen lassen. Bis zu 4 Wochen braucht das. Und hier machen wir eine andere Mischung, die geht was schneller. Hat auch eine coole Farbe, wenn es ausgetrocknet ist. So, und das jetzt wirklich kneten, 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 bis es so richtig schön pampig ist. Das ist so richtig eine schöne, zähe, feste Masse. Durch das Spülmittel wird die wirklich ganz klasse. So, bei mir ist jetzt wirklich alles komplett untergeknetet, jeder Klumpen auseinandergedrückt und wirklich alles toll vermengt. Das ist das Allerwichtigste. Und dann gehen wir ins Modellieren mit unserer Schale. Na, hier unten war doch noch was. Das ist wichtig, dass man das vorher gut durchknetet. Soll ja auch halten, keine Risse geben. Auch nochmal zum Trocknen. Also wirklich lange, lange trocken lassen. Geht mit dem Fingernagel mal vorsichtig hinein, wenn der auch nur ein bisschen sich bewegt, gar nichts machen, trocknen lassen. Nicht in der prallen Sonne, das gibt Risse. Am besten irgendwo im Schatten. Wenn ihr es im Winter macht, auf gar keinen Fall in einem Raum trocknen lassen, der kälter ist als 5 Grad. Und wirklich Zeit geben. So, jetzt nehmen wir unsere Trägerplatte. Ups, da ist was. Und dann formen wir das um unsere Schüssel herum. Das geht wirklich bombig. Läuft es zu sehr, knetet noch mal ein bisschen Sand-Zement-Mischung unter. Ist es zu fest, noch mal ein bisschen Kaffee dazu. Hört sich auch cool an, oder? Gibt immer ein bisschen Kaffee im Beton. Aber es färbt klasse. Man hat es zu Hause und die Farbe nach dem Trocknen, ihr werdet echt staunen. Ich finde sie total cool. So, jetzt ummanteln wir wirklich die ganze Schüssel, machen einen schönen Rand. Streichen uns den Boden glatt, damit es dann wirklich schön standfest ist. Und denkt dran, also 3 cm wäre schon schön, wenn die Schüssel hat. Desto besser hält es. Es kann auch sein, dass es ein klein wenig nach unten rutscht, das macht gar nichts. Aber wir ummanteln jetzt alles. Und bei mir reichen die 7 Dosen exakt. Ihr seht, wie klasse das ist. Da rutscht auch nichts. Und ich habe, glaube ich, gerade noch eine Handvoll übrig. Und dann mache ich mir jetzt auch noch gleich einen coolen Betonständer für meine Dekosachen aus Butterbrotpapier. Findet ihr auch. Und dann ist auch der letzte Rest so aufgebraucht. So, schön wirklich rundherum festmachen. Was ganz gut ist, ihr macht den Handschuh zum Schluss noch mal ein bisschen nass und umformt das Ganze noch mal, also reibt es glatt, wenn ihr kein Muster reinmachen wollt, wenn ihr es so lassen wollt. So, so ich habe jetzt alles gut. Boden noch mal. So, ich mag jetzt ganz gern Muster reinbringen. Und zwar habe ich da einfach eine Luftpolsterfolie, die Bläschen nach unten und einfach mal drüber hingestrichen. Wenn es nicht gleich gelingt, dann machen wir es wieder glatt und machen es von vorne. Und dann drücken wir die Bläschen da hinein. So, Boden glatt, damit es eine Standfläche gibt. Ein bisschen angedeutet. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. So. Wenn man Lust hat, könnte man jetzt da noch mal als Deko etwas in die Schüssel drücken. Ich habe hier gerade noch mal ein paar Muscheln. Die könnte man noch reindrücken, muss nicht sein. Nur wer möchte. So als Hingucker. So. Und die muss jetzt wirklich lange stehen. Bis
zu 3 Wochen würde ich sie stehen lassen und dann gucken wir weiter. Und von dem Rest, wie gesagt, mache ich ganz gern Ständer. Da kommt der Knetbeton in so ein Förmchen. Da war jetzt Spaghetti-Eis drin. Richtig schön ordentlich reingemacht. Den haben wir natürlich vorher erst noch mal ausgeölt mit Speiseöl, Pinselchen oder mit einem Zewa. Das ist ganz wichtig, dann fällt uns das auch raus wie nichts. Dann habe ich hier nur mal einen Stock vom Garten hinein, festdrücken. Ja, ein bisschen gerade, der ist gerade ein bisschen krumm, aber egal. Knetbeton ist übrig, dann setze ich ruhig noch mal so eine Kuhle hin, oben drauf so einen schönen Kranz. Muss nicht sein, flächig reicht auch. Ja, ein bisschen auswischen, richtig ordentlich machen. So, und dann habe ich hier noch ein paar Muscheln übrig, weil ich ja das Tablett auch gemacht habe aus Gießbeton. Und dann kann man die noch reindrücken und hat wirklich eine coole Deko. Und dann könnte man zum Beispiel ganz toll den Fisch aus Butterbrotpapier, den ich euch gezeigt habe, zum Basteln da dran kleben und hat eine coole maritime Deko. Man kann aber auch dann die Sterne für Weihnachten aus Frühstückstüten da dran machen oder den Osterhasen, die Engel. Das sieht ganz toll aus. Geht easy. Und das war jetzt noch so eine kleine Idee zwischendurch für Reste. Und jetzt warten wir einfach mal, bis alles getrocknet hat. So, von dem allerletzten Rest möchte ich mal erzählen, dass ich das so mache. Mein Mann, der hat Gartenplatten verlegt. Und da waren so kleine Fugen noch, weil sie sich ein bisschen gesetzt haben. Und der hatte dann wirklich keine Lust, dann auch irgendwas zu machen. Und dann habe ich mir einfach Beton angemischt. Auch diesen Knetbeton. Auch jetzt in dem LKW-Ton, weil das genau zu den Platten gepasst hat. Und dann habe ich den Knetbeton in eine Frischhaltetüte getan, in eine Gefriertüte. Die Ecke abgeschnitten und wie so eine Torten-Spritztüte habe ich ganz ordentlich jede Fuge ganz toll ausbetoniert. Wie jetzt gefliest halt mit Fugen, gar den Gartenplatten. Und das hat bombig gehalten, sieht super aus. Und haben wir dann selber gemacht. Frau kann das auch. So, meine Betonschale mit dem neuen eingefärbten Beton ist jetzt wirklich gut getrocknet. Und der Vorteil daran ist, ihr könnt die prima an der Frischhaltefolie rausziehen. Und nur wenn es rausziehen geht, dann ist die Schale auch trocken. Wenn das hakt und will nicht, dann klebt das noch fest und dann braucht ihr gar nichts machen, dann geht es euch nur kaputt. Also lasst es wirklich gut trocknen. Das ist mein Tipp. Also wirklich aufpassen, geht es nicht raus, dann ist es zu feucht, trocknen lassen. So, jetzt können wir die Ränder noch schleifen mit einem Schleifpapier oder so einem Schwämmchen. Ich nehme am liebsten so ein Schwämmchen und fahre dann nur vorsichtig über die Ränder drüber hin. Das kaufe ich mir manchmal meistens in so einem Set im Discounter, haben die 3-4 Mal im Jahr, kostet 4,99 €, so um den Dreh. Und super zu machen. Auch ein anderes Schleifpapier, ein Schleifbock ist da noch dabei, also wirklich zu empfehlen. So, jetzt ist die Schale fertig, man kann es nochmal trocknen lassen und so sieht es jetzt getrocknet aus. Aus bei mir fertig. Wenn ihr meint, es ist noch ein bisschen feucht innen drin, einfach noch mal 1-2 Tage hinstellen. Gut. Und so toll sieht dann unsere fertige Schale aus mit dem Darkbeton, den wir ganz einfach mit Kaffee eingefärbt haben. Und dann hoffe ich sehr, es hat dir gefallen. Du schaust wieder mal rein, wenn ich eine neue Idee für dich habe. Mich würde es riesig freuen. Ich wünsche dir wundervolle, kreative Zeit. Liebe Grüße. Tschüss.